Leute, ich grüße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich euch heute 10 ultimative Tipps verraten, die ihr wissen solltet, wenn ihr auch nach Teneriffa auswandern möchtet, wenn ihr euch hier was Neues erschaffen möchtet oder einfach auch nur für ein paar Monate zum Schnuppern hier rüberkommen möchtet, dann bleibt unbedingt dran, denn der letzte Tipp ist meines Erachtens tatsächlich der wichtigste von allen. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen! Tipp Nummer 1. Verknüpft euch mit Gleichgesinnten. Das ist so enorm wichtig. Und es gibt mittlerweile so viele Teneriffa-Auswanderergruppen, ob jetzt bei Facebook oder bei Telegram. Also schaut, dass ihr da bitte in die Gruppen geht, dass ihr eure Fragen stellt. Im besten Fall kennt ihr jemanden, der schon ausgewandert ist, zum Beispiel ich. Also mir könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen und mich durchlöchern mit euren Wünschen und Fragen. Und das ist nämlich super, super wichtig meiner Meinung nach, weil jeder hat ja so ein bisschen einen anderen Beweggrund, warum er auswandert. Ja, es gibt den einen, der vielleicht nur Abenteuer möchte, und dann gibt es eine Familie mit kleinen Kindern, die haben dann natürlich nochmal ganz andere Bedürfnisse und Fragen und brauchen dann eben einen ganz anderen Austausch. Und ich kann das wirklich hier sagen, dass das, also die Community auf Teneriffa ist wirklich großartig. Ja, es gibt irgendwie für jedes Problemchen jemanden, den man kennt, oder man kennt jemanden, der einen anderen kennt. Und aus dem Grund, ja, verknüpft euch, trefft euch und stellt eure Fragen. Tipp Nummer 2, Probeleben. Also wenn es die finanzielle Lage bei euch zulässt, dann schaut bitte, dass ihr hier hinkommt. Entweder für ein paar Wochen, für ein paar Monate, manche kommen auch für ein ganzes Jahr, bevor man, sage ich mal, dort im alten Heimatland alles abbricht. Aber schaut, dass ihr wirklich vor Ort hier seid, dass ihr dieses Feeling bekommt, wie das Leben hier funktioniert, wie die Abläufe sind, wie die Objekte sind, wie die Höhenlagen sind. Das ist so, so, so entscheidend. Ich habe das ja ein Stück weit auch in meinem Video über Klima auf Teneriffa erzählt. Also das ist mit das Wichtigste. Ja? Online sehen natürlich ganz viele Ferienobjekte, Fincas, unfassbar schön aus und toll. Aber wenn man dann hier vor Ort ist und merkt dann, oh, das Ganze ist ja da oben irgendwo in den Bergen und total abgeschieden, dann ist man enttäuscht. Ja? Und das könnt ihr eben vermeiden, wenn ihr die Zeit wirklich nutzt, um hier hinzukommen und euch alles in live, in voller Pracht und Farbe mal anzuschauen. Und dann könnt ihr die Entscheidung auch viel besser treffen, ob ihr das möchtet und vor allen Dingen, wie und wo ihr dann leben möchtet. Tipp Nummer 3, die NIE-Nummer. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Also wenn man hier auf Teneriffa lebt, dann braucht man zwingend diese NIE-Nummer. Das ist im Grunde die sogenannte spanische Steuernummer. Ohne die könnt ihr hier im Grunde gar nichts. Also wenn ihr eine Waschmaschine kaufen möchtet, braucht ihr diese NIE-Nummer beispielsweise schon. Ja? Klar, bei Kaufverträgen, Mietverträgen sowieso oder beim Autokauf. Diese Nummer wird beantragt bei der Polizei. Man kann natürlich, wenn man schon halbwegs gut Spanisch spricht, das Ganze selber machen. Ansonsten gibt es hier genügend Menschen, die hier ihre Dienstleistungen anbieten und wirklich euch an die Hand nehmen und mit euch ja im Grunde diese Behördengänge auch erledigen. Ja? Ob es jetzt das Bankkonto ist, was man hier eröffnen möchte, oder eben, wie gesagt, die NIE-Nummer. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Da wird euch geholfen. Tipp Nummer 4 geht um den Autokauf. Wenn ihr hier auf Teneriffa ein Auto kaufen möchtet, dann braucht ihr einen Mietvertrag oder eben einen Kaufvertrag über die Wohnung, Haus, wo ihr eben lebt. Und was sehr, sehr wichtig ist, bevor ihr das Auto kauft, vor allen Dingen, wenn ihr es privat kauft, es gibt eine Stelle in Santa Cruz, in der Hauptstadt, und da könnt ihr das Kennzeichen, ja, ich sag mal, abchecken lassen. Denn hier ist es so, sobald man das Auto gekauft hat, dann sind eventuell vorhandene Altlasten auf den neuen Käufer automatisch übertragen. Und man will die ja nicht unbedingt alle dann haben. Ne? Von daher sehr, sehr wichtig, das zu wissen und wirklich vor dem Kaufvertrag das Kennzeichen auch zu überprüfen. Tipp Nummer 5, Geld verdienen.
Wie möchtet ihr denn hier Geld verdienen, wenn ihr hier leben möchtet? Ja, der eine oder andere muss vielleicht seinen Job aufgeben, die mit so einer Auswanderung dann verbunden ist. Und es gibt einige Möglichkeiten. Wir haben jetzt mittlerweile auch ja, gehört und gelernt, dass es gerade hier auf der Insel wichtig ist, sich auf mehreren Standbeinen aufzustellen. Also da reichen nicht ein oder zwei, sondern wirklich zu schauen, was kann ich, worin bin ich gut oder womit kann ich Geld generieren, ob es jetzt Passiveinkommen ist, ob es jetzt Ferienvermietung ist, was auch immer es ist. Es gibt Möglichkeiten, ja. Wenn ihr handwerklich beispielsweise begabt seid, Handwerker werden hier gesucht ohne Ende. Und hier gibt es auch genug Arbeit. Und die sogenannten digitalen Nomaden, wie man sie nennt, das sind die, die eben ihren Job ja, von überall aus machen können. Die brauchen im Grunde nur Laptop und gutes Internet. Und das hat man hier tatsächlich. Also viele kommen hierhin zum ja, Leben und Arbeiten, weil einfach hier sehr gut schon dieses Glasfaser verbaut ist und ja, somit eine sehr schnelle und gute Internetverbindung gegeben ist. Tipp Nummer 6 gilt, wenn ihr schon hier vor Ort seid, und zwar geht es um die Wochenmärkte. In vielen Orten gibt es jedes Wochenende ein ja, sogenanntes Mercado, also einen Wochenmarkt, wo eben im Grunde regionale Produkte hier aus Teneriffa angeboten werden. Ob es jetzt Obst ist, Gemüse aus den Fincas, Fleisch, Käse, Honig aus eigenem Anbau. Ja, da könnt ihr wirklich nicht nur Geld sparen, sondern wirklich auch die Bauern hier vor Ort unterstützen und bekommt natürlich ja, ganz andere Qualität als das, was man im Supermarkt findet. Ja. Und es gibt auch hier sogenannte Guatschinchen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört oder gelesen. Das sind eben neben den, also das sind eigentlich keine Restaurants, sondern eben, ja, Guatschinchen, wie der Name schon sagt. Da werde ich euch mal ein separates Video zu machen. Und die bieten eben typisch kanarische Speisen an, hausgemachten leckeren Wein. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr mal hier seid, so eine Guatschinche dann auch zu besuchen. Und ist natürlich vom Preis-Leistung nicht zu toppen, ne? Also wirklich sehr preiswert. Tipp Nummer 7. Wenn die Entscheidung gefallen ist, dass ihr nach Teneriffa auswandern möchtet, dann macht euch einen Plan, eine To-Do-Liste. Es gibt so ein Sprichwort, das habe ich auch mal gelernt, wer schreibt, der bleibt. Und alles, was ihr euch aufschreibt, alles, was ihr euch visualisiert, das bleibt einfach viel, viel besser bei euch hängen. Und vor allen Dingen, wenn das irgendwelche Wünsche, Träume, Ziele sind, dann werden sie natürlich auch wesentlich schneller und besser in Erfüllung gehen, wenn ihr denn das Richtige tut. Also von daher macht euch einen Plan und guckt, dass ihr die Immobilien, die ihr im besten Fall natürlich schon online vorher geschaut habt, hier Termine vereinbart. Also auch hier wieder gibt es Kontakte und genügend Menschen, die jemanden kennen, der Immobilienmaklerin ist, so wie wir auch jemanden kennen, die uns geholfen hat. Und dann kommt ihr einfach hier hin, macht euch einen Plan, dann und dann und dann gucken wir das und das Objekt an und nicht erst, wenn ihr hier seid, ja, weil dann kann es zu spät sein, weil dann kann vielleicht der Besitzer gar nicht hier leben und dann habt ihr vielleicht ein Haus gefunden, wo ihr sagt, ach Mensch, schade, jetzt sind wir gerade hier und können uns das nicht angucken und das könnt ihr eben vermeiden, solche kleinen Fehler, indem ihr euch vorher zu Hause schon vorbereitet und einen Plan macht mit Besichtigungsterminen. Tipp Nummer 8, Sprache lernen. Wenn ihr den Kopf dazu habt, ich hatte es nicht vorher, bevor wir ausgewandert sind, dann ja, macht es auf jeden Fall Sinn, schon ein bisschen Grundkenntnisse in Spanisch sich anzueignen. Im besten Fall kennt ihr einen Canario, weil Canarios sprechen doch noch mal anders als die beispielsweise Spanier auf dem Festland. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Also von daher. Wenn ihr ein bisschen noch aus der Schule was habt vom Spanischen, dann bringt es auf jeden Fall was, weil das ist so wie im Englischen, das ruft man dann sich so gewisse Dinge einfach ab, die abgespeichert wurden. Ansonsten gibt es sehr tolle Plattformen, mit denen man wunderbar auch ja, zwischendurch lernen kann oder mal abends für 10 Minütchen, um wirklich so, ich sag ja, die Basics einfach zu kennen, außer Hola und Gracias. Und das kann eben sein Duolingo. Das ist kostenlos, eine kostenlose App, kennt ihr bestimmt, Babbel natürlich. Oder eben, wenn man jetzt sagt, ich möchte da wirklich einen fortlaufenden Kurs haben, zwei, dreimal die Woche, dann über die Plattformen, mit denen ich gerade lerne. Und das ist einmal Preply und einmal Verbling mit V.
Und da ist eben der Vorteil, dass ihr ja einen richtigen Menschen vor euch dann sitzen habt online, mit denen ihr euch ja dann austauschen könnt und eben auch eure Wünsche äußern könnt. Wie möchte ich denn die Sprache jetzt lernen? Ja, man kann natürlich so dieses schulische Lernen machen mit Vokabeln abfragen und so weiter. Oder man kann eben sagen, nee, du, mir ist wichtig, dass ich hier im Alltag mich einfach verständigen kann. Ich möchte sagen können, was ich will und gleichzeitig möchte ich natürlich auch verstehen, was der gegenüber mir sagt. Und dadurch, dass die hier wirklich unfassbar schnell sprechen und sehr undeutlich und also die Einheimischen meine ich jetzt hier, und wirklich das halbe Wort im Grunde hinten nicht aussprechen, ist es sehr schwierig am Anfang dem zu folgen. Ja? Aber es wird besser. Es wird immer besser und besser mit der Zeit. Und dann macht es auch irgendwann Spaß, dass man da daneben steht irgendwo und denkt sich, hey, ich habe ihn sogar verstanden. Also Sprache lernen, mega wichtig. Tipp Nummer 9, die Krankenversicherung. Natürlich muss man sich auch hier auf Teneriffa irgendwie krankenversichern, ja. Ich kann schon grundsätzlich sagen, dass die Beiträge hier etwas günstiger sind als in Deutschland beispielsweise. Es gibt hier die sogenannte Pflichtversicherung, die Seguridad Social, die ist für alle, die hier in Spanien gemeldet sind und Arbeitnehmer, selbstständig oder arbeitslos sind. Die sind eben, also die können dann in diese oder die fallen in diese Pflichtversicherung so. Da ist es aber so, dass man ja gewisse Hausärzte zugeteilt bekommt und zu denen muss man dann hin. Und wenn man jetzt beispielsweise zum Zahnarzt möchte, dann muss man erst zu diesem Hausarzt, der schickt dann die Überweisung zu dem jeweiligen Arzt, wo man hingehen möchte und da kann man dann eben hin. Wenn man jetzt nicht selbstständig ist oder Arbeitnehmer oder arbeitslos, dann kann man sich natürlich auch hier privat versichern. Auch hier nochmal die Beiträge etwas humaner, sage ich mal, als in anderen Ländern. Und auch hier ist das Schöne, dass man sich wirklich Extras auch mit ja, absichern kann, wenn man das möchte. Ja, also man kann so diese Basisversicherung abschließen oder eben sagen, hey, ich möchte aber, dass das noch dabei ist oder das. Und das kann man eben selber hier gut entscheiden und hat hier wirklich auch eine sehr gute Beratung. Ja, also hier gibt es viele Anbieter, die das Ganze natürlich auch auf Deutsch machen und deutschsprachig sind, so dass man da ja gut abgesichert ist und wirklich auch seine Wünsche und Fragen auch stellen kann. Tipp Nummer 10 und somit der letzte und wichtigste Tipp meines Erachtens: Euer Mindset. Das bedeutet, denkt euch doch nicht schon vorher alles kaputt. Wir haben einfach die Angewohnheit, dass wir, wenn wir eine neue Entscheidung treffen oder etwas Neues ausprobieren wollen, dass dann natürlich unser Kopf sofort sich meldet, weil wir sind natürlich dann nicht mehr in dieser sicheren, schönen Umgebung und die sogenannte Komfortzone, die kennt ihr bestimmt alle. Und dann denkt man sich, ja, leider Gottes, dann doch oft schon vorher alles kaputt. Oder schlecht oder eben die Zweifel, die drücken einen dann wieder runter. Und das möchte ich euch im Grunde nur auf den Weg geben. Und ich weiß, dass es funktioniert, was es auch immer ist, ob es Placebo-Effekt ist oder was auch immer. Aber es funktioniert, wenn ihr euch bewusst dafür entscheidet, ja, positive Gefühle und Gedanken zu erzeugen. Jetzt in dem Fall, wenn ihr die Entscheidung trifft, nach Teneriffa auszuwandern oder generell auszuwandern oder eine neue Sache auszuprobieren, dann hört nicht auf euren Kopf unbedingt. Also jetzt nicht den Kopf komplett ausschalten, aber hört wirklich in erster Linie immer auf euer Gefühl. Ja, man sagt nicht umsonst, hör auf dein Bauchgefühl. Das, was das der erste Impuls ist, wenn es sich gut anfühlt, egal was die Leute sagen, egal was euer Kopf sagt und die Zweifel, die natürlich kommen, die werden immer kommen, Zweifel oder dass man was in Frage stellt. Aber wenn sich vom Grund her, also vom Grundsatz her, das erste Gefühl gut anfühlt, dann folgt diesem Gefühl und dann geht den nächsten Schritt. Ja, das ist im Grunde der letzte Tipp gewesen. Mehr Tipps habe ich gar nicht für euch, weil wenn ihr dieses Mindset so ausrichtet, es wird alles gut bei dem, was ich tue. Es wird sich alles fügen, ja, es wird sich so fügen, wie wir uns das wünschen. Dann wird es das auch, ja, weil ihr es euch ja auch vorgestellt habt, ihr habt es ja angezogen.
Und wenn ihr euch natürlich alles schon vorher kaputt macht und kaputt redet, dann überlegt mal, was dann kommen könnte. Nicht so viel Gutes, ja? In diesem Sinne, ihr Lieben, immer schön der Sonne folgen. Ich hoffe, euch haben meine Tipps ein Stück weit weitergebracht und geholfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!